sehen, dann ist das scheißegal. Da kann man da drin verweilen, dann pieken die da rein. Genauso wie Heuhaufen. Ach, war klar, dass ich wieder direkt unter dem Scheißding lande. Das ist das schöne, naja, mehr oder weniger schöne Damaskus. So. Und wie ihr seht, jede Menge neues Zeug. Viel mehr neue Aussichtspunkte und Nebenmissionen. Taschendiebstahl haben wir hier. Informantenherausforderung, Dachrennen, Büro. Und das ist quasi das, wo wir als nächstes hin müssen. Das sind so Sidequests, also die uns, die da noch unterstützend sind. Bürgerretten-Sachen, Aussichtspunkt und das sind Gelehrtengruppen. Und hier geht's dann woanders hin. Bam! So, kann ich mir hier das markieren, wo ich hin will? Genau, ich will zum Büro. Hätte ich mir eigentlich gar nicht markieren müssen, aber naja. Ich habe keine Zeit, hier irgendwelche Bürger da. Es mag mir vielleicht Arroganz nachgesagt werden, aber für Bürger habe ich jetzt keine Zeit. Ich habe eine Mission und ich darf hier nicht runterfallen und irgendwelche Leute anrempeln. Denn ich möchte zum Büro und das Büro, da kommt man nur durch den Dacheingang rein. Wenn ich mich da recht erinnere. Ja, genau. Wow. Alter, ihr. Schön, euch zu sehen. Und in einem Stück. Ich ja. Freue mich auch, Freund. Was geschah, tut mir leid. Denkt nicht daran. Ich mag den Synchronsprecher, der hat auch Dungeon Keeper gespielt, gesprochen. Wenn ihr gehört hättet, was sie über euch sagten, ihr hättet sie stehenden Fuß zerschlagen. Das ist herrlich. Das ist schon gut. Ja, ihr habt das Credo wohl nie geteilt, oder? Das reicht. Entschuldigt. Manchmal vergesse ich mich. Was führt euch nach Damaskus? Ein Mann namens Tamir. Al-Mualem stört sich an seiner Arbeit. Ich soll sie beenden. Nun sagt mir, wo ich ihn finden kann. Sicher wisst ihr noch, wie man einen Gegner aufspürt. Natürlich. Herausfinden, wann er wo sein wird. Aber das überlässt man am besten. Ich verstehe. Geht und untersucht die Stadt. Stellt fest, was er plant und wo er arbeitet. Die Vorbereitung entscheidet den Sieg. Was könnt ihr mir über ihn berichten? Tamir bestreitet seinen Lebensunterhalt als Schwarzhändler. Fängt im Zugbezirk an. Ich schlage vor, dass er die folgenden Orte aufsucht. Ein kleiner Bazar nordöstlich von hier, die Madrasa im Osten und die Gärten nördlich dieses Büros. Konzentriert euch auf diese Orte und ihr solltet ihn gut kennenlernen. Ich soll vermutlich nach Erledigung zu euch zurückkehren. Ja, kehrt hierher zurück. Ich gebe euch Al-Mualems Feder und ihr gebt uns Tamirs Leben. Wie ihr wünscht. Doch bedenkt dies, Altair. Geratet ihr in Schwierigkeiten und wendet sich die Stadt gegen euch, kommt hierher zurück. Ich kann euch vor dem Sturm schützen, seid aber gewarnt. Wenn die Feinde zu nahe sind, bleibt meine Pforte geschlossen, bis ihr sie abgehängt habt. Habt ihr verstanden? Ja. Einen Feind herzuführen würde die Bruderschaft gefährden. Sehr gut, dann geht. Ja, dann hau ich mal ab. Ach ja, die Stimme erinnert mich sowas von an Dungeon Keeper. Gute alte Zeit. So, was hat er gesagt? Im Norden? Das wäre das. Also ich muss mich quasi jetzt um diese ganzen Herausforderungen kümmern. Also je mehr ich mache, desto einfacher sollte es nachher werden mit dem Attentat. Elender Lump! Auf das Zitat habe ich gewartet, auf diesen Ausspruch. Es ist der beste Ausspruch in dem ganzen Spiel. Elender Lump! Dann machen wir mal das Dachrennen, wenn wir schon gerade auf den Dächern sind. Ich verletze mich nicht, Mädel, keine Sorge. Und so. Ach, die Kamera. Warnung.
Friede sei mit euch, Altair. Mich dünkt, ihr seid auf der Suche nach Informationen, die euch gegen Tamir helfen werden. Ich kann euch nicht helfen, aber bei ihr vielleicht. Er sollte nicht weit von hier sein. Upp. Warte mal, wo ist er denn? Elender Lump! Na komm. Sollte ja eigentlich von der Zeit her durchaus machbar sein. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen! Na komm. Oh, man hat euch entsandt, wie? Eine interessante Wahl, aber nicht meine Entscheidung. Der Rafik bat mich, den Zug zu überwachen, den Tamir sein eigen nennt. Und ich fand Folgendes heraus. Es gibt eine Gruppe Unruhestifter, die sich am südöstlichen Ausgang herumtreibt. Sie sind mit den Wachen verfeindet. Verdient euch ihre Freundschaft und sie werden euch sicherlich helfen. Südöstlich. Wäre ja dann quasi ungefähr hier so. Naja, aber ich bin immer ein Mann für den Taschendiebstahl, gut. Und dann werden wir mal mit einem neuen Turm die Stadt erkunden. Weiß nicht, will ich den Turm hier? Nehme ich den gleich mit? Was ist denn da? Das ist ein Bürgerding. Ja, den brauche ich eigentlich nicht hier, den Turm. Wollen wir mal gucken, ob der zweite Taschendiebstahl so reibungslos verläuft wie der erste. Ich bezweifle es, aber... mal gucken. Oh, die Kamera. Seid ihr es leid, an den Ständen der anderen Kaufleute nichts zu finden? Edler Herr, zu mir! Sieht aus, als würdet ihr etwas suchen. Kauft, bei mir findet ihr es sicher. Warum tut er das wohl? Hast du verstanden? Ja. Ich überbringe diesen Brief eurem Freund, dem Händler. Du weißt, an wen du dich wendest? An denselben Mann wie immer. Und wage es nicht, mein Ansehen in der Stadt zu beschmutzen. Wir haben viele Augen, viele Ohren. Und viele Alter, Waffen, ja. Die haben alle nur drei Finger. Was ist denn hier kaputt? Ich weiß das so gut. Ihr habt mein Wort. Gut. Das erinnert mich auch so ein bisschen an die Turtles, die Finger. Oh Mann. Wie sie alle immer nach hinten gucken. Tja, er wundert sich, dass es weg ist, aber total komisch. So, Südosten hat er gesagt. Werde ich mir diesen Aussichtspunkt vornehmen. Ich könnte jetzt natürlich, glaube ich, schon ins Büro zurück. Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Wie das war. Aber egal. Südosten, also Südosten. Und mein Rafik oder wie er hieß, hat mir auch noch eine andere Koordinate genannt, aber das habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall habe ich das im Norden gemacht. So. Wupp, wupp. Na komm. Kannst du nicht hoch? Na gut. Das ist cool. Ach, das ist... hier kann ich bestimmt nicht so gut hoch. Hm. Aua! Heiße Füße! Schön. Nein, ich interessiere mich für gar nichts. Und ihr habt eben gesehen, da war eine Bürgeraktion in der Nähe, die ich nicht gesehen habe auf der Minimap. Oh. Das lag daran, dass ich keinen Turm hier in der Nähe
also keinen Ausschau gehalten habe. Und deswegen geht's jetzt den Turm hier hoch, wenn ich das schaffe. So, jetzt hier. Schön diagonal. So läuft es. Ja, yep, hier ist nix. Na. Hier hoch. Jawohl. Nein. Oh, Kamera ist komisch. Oh, jetzt muss ich die Finger. Oh. Fingerakrobatik vom Feinsten. Scheiße, da hätte ich mal die fucking Klinge benutzen sollen. Aber da er der Einzige hier oben war, habe ich ziemlich Glück gehabt, dass das keiner mitbekommen hat. Aha. So, was sagt die Karte? Informanten-Eskorte. Ja, wahrscheinlich muss ich noch ein bisschen weiter hier nach unten. Aber naja. Da bin ich mal gespannt, wie das mit einer Eskorte abläuft. Ich glaube, eine Eskorte habe ich noch nie gemacht. So, wie läuft das ab? Wen muss ich denn hier eskortieren? Muss ich mir jetzt hier hinsetzen und lauschen? Oh, das wollte ich nicht. 4, 3, 2. Alter, ihr, ich brauche eure Hilfe. Ich habe etwas von Tamirs Männern gestohlen und nun verfolgen sie mich. Bitte beschützt mich und ich werde mit euch teilen. Cool.